Jo, Leute, und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Viehschneider. Welcome back. Folge 16 tatsächlich schon. Wir kommen mir gar nicht so lange vor. Ja, heute klauen wir die Kontodaten, aus dem Haus, wo wir letztes Mal schon waren. Müsste es selber auch sein. Und ja, das machen wir heute. Ich habe auch meine Zusatzfunktion herausgefunden. Die wusste ich noch gar nicht. Kann hier bei Notizen gehen. Das Haus, wo man hin möchte, ist hier markieren. Ah ne, hier ist die Kontodaten. Zugangsdaten, nicht da. Ja, man kann sich das hier so markieren und dann wird da rechts die ganze Zeit das angezeigt. Ja, finde ich ganz cool eigentlich. Du kannst auch, wenn du in einem anderen Haus unterwegs bist, sehen, wann was frei ist. Aber schon von so gut wie allem die Routine wieder erfasst. Ging eigentlich ganz schnell. Mir ist auch aufgefallen, in einigen Häusern war ich in meinem eigenen, also in meinem alten Spielstand gar nicht drin haben. Zum Beispiel hier vorne in der Fabrik war ich nicht drin. Selten gibt es anscheinend ein verlassenes Haus. Das gibt es ja auch nie. Auf der Baustelle war ich auch nie. Ich weiß gar nicht, warum war ich denn da nie? Ein paar Sachen wieder verkauft. Sieht man vielleicht am Geld. Okay, Autoschranke. Denke ich bis 8 Uhr bestimmt. 10. Ungefähr. Oje, das wird ja spannend hier. Also ich denke, wo ich ein paar Folgen habe, ist das Player schon fertig, weil auf wie größtenteils wollte ich ja machen. Ach, es war alles was anderes aus. Ja, also wenn wir da heute einbrechen, dann ist das schon offen. Aber es resettet sich wieder, was wahrscheinlich auch so ist. Stecken wir uns hier noch schnell. Oh, wie sieht geil aus hier das Industriegebäude? Das ist so mehr wie so eine Müllheide oder so. Die Fabrik habe ich mir mal kurz von innen angeschaut. Fand ich, sah sehr cool aus. Das ist eine coole Idee. Schnell, schnell, schnell. Nein, was machst du denn? Okay, da haben wir anscheinend auch noch eine Kamera. Okay, er geht jetzt nach vorne. Also das hier, wie oft ich hier war, verkackt habe, das will ich gar nicht aufzählen. Das wird ja peinlich. Weil das Problem ist. Ich muss mir ganz kurz konzentrieren. So, jetzt machen wir erstmal das Wichtigste. Die Story. Da wo ich gerade ein bisschen Angst, weil es passiert ja nichts, aber das nicht schaffe, das wäre glaube ich sogar sehr, sehr wahrscheinlich. Aber hä? Ist gut, dass man es immer hier resetten kann. Also ich finde es cool. Also wenn es wirklich ein Feature ist, cool, wenn es ein Bug ist, ja, dann tut mir leid. Ich benutze einfach so, wie es geht und boah, sind wertvolle Dinger.
Aber wir sind hier auch im Industriegebäude, was erwarte ich anders? Wahrscheinlich überall wertvolle Sachen. Was gut ist, hier sollte es ja eigentlich keine Privatgegenstände geben, die oft unwertvoller sind. Oh, Ordner mit Wertpapieren. Sprichst du aus die Aktien oder was? Also so eine Art Wertpapiere sind ja die Aktien. Das Gute ist ja auch, weil wir schon Level 35 sind, also 2 Level über dem Normal Level. Kann ich ja alles schon machen, also kann viele Folgen hier am Stück aufnehmen, anstatt zwischendurch halt erstmal eine Runde XP zu sammeln. So, hier sind auch ganz wertvolle Dinge. Ich weiß nicht, ob hier schon wertvolle Dinger sind. Ich weiß nicht, im ganzen Gebäude. Hier eine Videokamera. Ja, die Kinokamera. Kopfhörer, die kennen wir ja schon. Die sind langweilig des Todes. Enorme Loot. Ein Drucker, eine Konsole. Ich würde gerne so Sachen, die 900.000 Euro, also 900 bis über 1.000 Euro so wertvoll. Ein Scanner, da stimmt, der fehlt uns noch. Okay, das Ding ist so leicht, das können wir aber mitnehmen. Oh, den Server, den nehme ich auch noch mit. Dann haben wir die Servergeschichte schon mal fertig. Im Radio, ne, brauchen wir nicht. Vernichter habe ich auch alles noch letztes Mal aus dem anderen Haus rausgeholt. Deswegen brauchen wir die so nicht mehr. Ah, da. Das Software ist immer wertvoll. Muss dann aber schon die Jahreslizenz sein. Ungeschäftstelefon. Die Konsole ist auch wertvoll, aber die ist halt schwer. Also, wenn ich sie noch mittragen kann, dann nehme ich sie mit. Wenn nicht, dann halt nicht. Oh, eine. Die da eine Xbox. Oder X-Cube. Ja, dann nehmen wir die halt noch mit. 7 Kilo, das Ding. Das ist ja schwer. Ja, für eine Konsole finde ich das ganz schön schwer. Ja, die Frage ist halt, wie kommen wir raus? So, und wo, der Grund, warum ich das meist nicht mehr zeige, weil in Greenview und so habe ich ja alles mal gezeigt. Ja, der Grund ist halt einfach. Schneller fertig sein. Ja, wie komme ich raus? Ich muss ihn erstmal ein bisschen analysieren, wonach er läuft, wohin er läuft. Wonach er läuft. Ja, Deutsch wieder am Start. Also wenn er davon nicht hingeht, habe ich Glück. Trotzdem Tür zulassen. Dann könnte ich. Ah, nee, er läuft genau da lang. Die Seite des Hauses. Problem, ich kann ja auch nicht mehr schnell laufen. Bleib stehen. Da lang oder wenn ja, halt irgendwo muss er, kann er ja auf zwei Seiten gleich. Was hat er denn hier? HDMI-Anschluss oder ein paar Türschlösser würde ich jetzt sagen. Bleiben Sie doch mal ruhig. Na, Angst, wenn ich jetzt hier lang. Das ist ja das Problem, er ist genau dort hinten. Vorher liegen ist. Das wird erstmal abgestellt. Zack.
ist der Gomare-Server. Das ist ja das Problem. Läuft hier anscheinend ganz wild rum. Wenn der zurückläuft, es ist wenigstens das Tor noch offen. Wenn nicht, kann ich das jetzt hier hacken. Ich komme nicht mal dran, ne? Ich bin ja komplett umgekehrt. Okay, wenn er sich dort befindet, dann muss ich los. Da, wenn er sich dort befindet. Drei PWs in der Autoschranke verstecken. Das ist ja ein bisschen scheiße jetzt. Jetzt macht ja noch Licht an, hör auf. Also ich hätte nie gedacht, dass es so lange dauert. Ja, was haben wir denn? Papalettenloch. Chateau bildet sich im Container, Spindask. Lagerhaus. Lieferscheine, Pläne für die Büro des Lagers. Ja, Lieferschein müsste ich ja. Fühlen Sie sich eigentlich genau richtig, aber eher nicht. Okay, ich guck mal, wie es noch ist, wenn er hier lang läuft. Kann auch sein, dass er gleich wieder abhaut hier. Ich mach lieber, wenn er in der Autoschranke campt, als hier. Genau. Jo, bleib mal da hinten. Okay, wenn er jetzt vorläuft. Du bist ja halt, er ändert jede Laufrunde sein Verhalten. Ja, sag ich doch. Jetzt läuft er hier lang. Was ist denn los mit ihm? Ja, wenn es länger dauert, dann. Ja, ich wollte eigentlich noch ein anderes Haus anfangen. Er war doch gerade noch dahinter. Wie kann er sich teleportieren? Okay, dann renne ich jetzt schnell mal rein, hole alles und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, wir haben ein S-Rating. Nach ca. 10 Minuten habe ich es dann doch geschafft, hier fertig zu werden. Ja, das verkaufen wir erstmal ein bisschen weiter Black Bay. Meine Bude habe ich noch nicht aktualisiert, das wollte ich ein bisschen mit euch machen. Also jetzt ja noch nicht, aber später. Geschäftstelefon, Kamera, Laptop, Maus, schwarze Reihe, da fehlt noch ein einziger. Ayo, Juli, deutsche Sonnenzeit. Okay. Warum steht denn der Server da noch? Ich den gerade verkauft habe. Das verstehe ich irgendwie nicht. Ja, dann nehme ich den wieder mit und verkaufe ihn heute nochmal. Ich weiß nicht, ist das ein Bug? Irgendwie ist das öfters bei Black Bay so. Sachen, die einfach zum Beispiel die Statuen hier rumstanden. Dass die einfach so sind. So, okay, dann packen wir jetzt mal die Kiste. Das Neue ist schon drin.
Ja, wahrscheinlich wäre die Wand auch nicht, oder auch nicht. Sim Safe 302. Ach nee, ich. Ach, wir sehen uns gleich bei der 302. Ich mache noch schnell was. So, Leute, ich habe erstmal. Also, ich bin schon mal ein bisschen was eingeworfen und da vorne habe ich jetzt das Tor aufgemacht. Mehr bis jetzt eigentlich nicht. Ich glaube, ich muss mal dieses Ingenieur-Laptop. Deutsch ist da. Ingenieur-Laptop. Bitte nicht, bitte nicht. Der läuft zurück. Es ist alles gut, es ist alles gut. Oh mein Gott. Muss ich unbedingt erstmal nach draußen. Was ist das? Ach, das Auto ist schon wieder da vorne. So, okay, ich renne erstmal ganz kurz zum Auto und speichere mal ganz kurz. Wenn man das so speichern nennen kann. Das Doofe ist, gleich verschwinden die ganzen Routinen. Ich weiß, dass da oben auch mal jemand rumgeistert, deshalb muss ich kurz warten. Achso, und wichtige Ankündigung, weil ich es noch nicht gemacht habe. Ich erinnere mich nicht dran. Die Videos für nächste Woche sind wahrscheinlich alle vorproduziert. Außer vielleicht Retro Sunday, obwohl ich denke, ich werde alles vorproduzieren für nächste Woche. Aber über nächste Woche gibt es dann wieder frische Videos. Das liegt daran, dass nächste Woche für mich wieder die tolle Schule beginnt. Ich habe nächste Woche sehr viel in der Schule zu tun. Und deshalb, dass Fusion Data halt trotzdem weitergeht, wollte ich vorproduzieren. Also, vorproduzieren ist jetzt auch nicht, also ich produziere eigentlich fast jedes Mal nachproduziert, wie soll das gehen? Vorproduziert. Aber halt, es ist ja halt, so ein paar Tage. Aber diesmal würde ich halt so eine Woche früher und so. Ingenieurs Laptop reicht mir völlig erstmal. Vorderseite des Hauses, dann muss ich also. Da ist das Bett. Nein! So, hier. Danke. Ich glaube, bis 8 ist das. Ist das? Ist ab 8. Ach nee, das sind noch. Dann halt bis um 11. So. Wenn ich nicht vorproduzieren würde, dann würde halt jede zweite Woche wahrscheinlich gar keine Videos rauskommen. Und ich glaube, das wollt ihr nicht. Ich weiß es nicht, vielleicht wollen sie auch Leute, aber. Dadurch wurden halt 6 Folgen Fiesen leider. Oder eine Folge Retros dann. Das ist 6 Folgen. Würden halt 3 Folgen Fiesenlater und eine Folge Retros an jede Woche fehlen. Daher, dass ich noch 4 Wochen in die Schule gehe, wären das 4 Retros an der Folgen und 24 Fiesenlater Folgen. Nein, das sind viel zu viele Fiesenlater Folgen. Es wären 12. Das sind schon nicht wenig. Das ist ein ganzer Monat.
der mir an Videos dann fehlt. Und das lasse ich mir nicht von der Schule wegnehmen. YouTube ist ein schönes, tolles Hobby. Und das möchte ich nicht, nur weil dank Corona-Lockerungen die Schule wieder beginnt. Das kommt. Komplett weglassen. So. Also, ja, kurze Redepause hier mal gewesen. Ja, also, ich hoffe aber, das Vorproduzieren, ja, sollte eigentlich niemanden stören. Das Gute ist auch noch, genau, also jeden Sonntag, also zum Beispiel diese Woche, kann ich für nächsten Sonntag, also auf diesen Sonntag kann ich nächste Woche die Videos für nächste Woche alle ganz schnell hochladen, weil ich da wo bin jeden Sonntag. Und, nur ein kleiner Joker. Weil wir zu Hause sind, dann halt nicht schnell, deswegen muss ich wenn ich mal bei einem Kumpel bin, man darf sich glaube ich mit einer Person auch treffen, der hat zum Beispiel sehr gutes Internet. Da bin ich, wenn ich da mal bin, muss ich da mal ein paar Videos hochladen, dass es schneller geht. Das Ding ist ja auch, es geht ja nur um Vorproduzieren. Wann ich die Videos hochlade, ist eigentlich egal. Also natürlich auch vor dem Datum, wo sie rauskommen, aber. Oder rauskommen sollten. Was bekomme ich eigentlich immer hin? Ach stimmt, ich hab. Das habe ich letztes Mal vergessen mitzunehmen. Ein schwarzen Projekt, das haben wir jetzt also auch fertig. Ja, also über solche Sachen, da werde ich jetzt auch noch ein paar in den nächsten Folgen, also Fusion Lead und so, werde ich so ankündigen. Auch in den vorproduzierten Videos werde ich das nochmal sagen. Aber daher, dass ja sowieso kaum Kommentare geschrieben werden, bis gar keine, das ist eigentlich auch ganz gut. Man muss nicht irgendwelche Sachen mal vorlesen oder so. Aber falls ihr auch mal Fragen habt, könnt ihr die auch gerne mal stellen. Fiesenleiter geht ja jetzt nicht mehr allzu lange. Also ich denke, für euch sind 10 Folgen sind wir durch. Das Finale. Die letzten Folgen werde ich, denke ich, nacheinander hochladen. Oder sowas, so Mittwoch, Freitag, weiß nicht. Sind wir nacheinander. Oder halt einen Tag später, so. Ich finde es ja ein bisschen doof, dass Retros an der voraufnehmen muss, aber es ist daher, dass es immer nur eine Folge ist. Ich weiß nicht, ob ich die Thumbnails auch schon früher mache. Ich denke ja nicht. 1 Euro die Serverkarte, ich verticke ich direkt. Die wird verdickt. Darf ich kein Stück ausbrechen? Einbringen? Ja, ausbrechen nicht. Wo wird es eigentlich? Zack, andersrum ist. Da rein komme ich jetzt auch noch nicht. Das schaffe ich noch. Gucken, also jetzt vielleicht mache ich jetzt auch noch was anderes, das nächste direkt. Elektronik 4 lernen.
Das schaue ich da jetzt noch. Ich will nur einen Knopf drücken. Ich denke, A-Rating bekommen wir. Ah nein, ein glattes S-Rating. Wow. So. Welche Black Bay? Ja, okay, nur den Revolver. Nur den Projektor. Wie komme ich denn jetzt auf Revolver? Ja, den Revolver. Ich würde es wie cool finden, könnten meine Leute irgendwie so stunnen oder so bewusst schlagen oder so. Aber ich glaube, das wäre das Spiel halt nicht mehr ab dem Rating. Ich glaube, darüber habe ich sogar schon mal gesprochen. Ich weiß es gar nicht. Geschafft. Elektronik 4 erlernen, ja, auch hier. Hackedins 3 Server. Das müsste jetzt hier unser tolles Haus sein. Ach, wie es dauert. Das machen wir noch. Ich nehme jetzt noch nicht mal eine halbe Stunde auf, denke ich. Bin mir nicht ganz sicher, muss man ganz kurz checken. Ja. Obwohl, nee, doch nicht. Doch, es ist ziemlich lange. Ja, schon eine halbe Stunde, aber. Obwohl, nee, das mache ich jetzt für die Folge auf Freitag. Das war's für das Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bye bye.